Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wie ihr hören könnt, ist es ein ganz kleines bisschen windig gerade. Ein ganz kleines bisschen. Deshalb werde ich mich ein kleines bisschen kurz fassen, bevor mir der Wald auf den Kopf fällt. Ich möchte euch herzlich einladen zur zweiten Männer im Wald Tour, die da stattfinden wird. Am 1. März Wochenende, ich meine, das ist der 5. und der 6. Samstag auf Sonntag. Wir legen samstags ziemlich früh los und schauen, dass wir sonntags nicht allzu spät zurück sind. Aber nachmittags soll es schon werden. Das Ganze muss ich auch ein bisschen rentieren. Also wer aus der näheren Umgebung kommt, sollte die Möglichkeit haben, Samstag früh loszufahren und Sonntagabend irgendwann wieder zu Hause zu sein. Zumindest halt eben, wer aus der näheren Umgebung kommt. Das wäre erstmal das Vorgeplänkel zur Organisation. Jetzt erstmal, ja, wo geht's hin, worum geht's? Lüneburger Heide. Ich weiß den konkreten Ort noch nicht genau, beziehungsweise will den konkreten Ort auch nicht unbedingt im Internet breittreten. Aber es gibt einen konkreten Ort auf jeden Fall, beziehungsweise den wird es dann geben. Den werde ich dann den Leuten, die mitwollen, natürlich auch noch mitteilen. Und dann machen wir noch ein bisschen interne Kommunikation. In diesem Video jetzt erstmal nur so die groben Rahmenregeln. Die Tour ist quasi so zwei Komponenten-Ding. Einmal naturwissenschaftliche Führung in der Lüneburger Heide mit Schwerpunkt Naturlandschaften, die gar nicht Natur sind, nenne ich das jetzt einfach mal grober Arbeitstitel. Denn die Heide ist eine Kulturlandschaft. Es ist eine sehr schöne Kulturlandschaft, eine Kulturlandschaft, in der jede Menge tolle Arten vorkommen, die es so im Wald nicht gibt, die so gesehen also durchaus den Artenreichtum, die Biodiversität von Deutschland, wenn man so möchte, erhöht. Von der Region erhöht, die Region touristisch sehr attraktiv macht und einfach auch toll aussieht. Ich persönlich finde diese Landschaft enorm schön. Alles wunderbar, aber wie gesagt, es ist eine Kulturlandschaft. Und wir werden versuchen, an vielen Beispielen so als zentrale Leitfrage mal ein bisschen zu diskutieren. Und mich würde auch massiv interessieren, was ihr eben dazu meint. Und das möchte ich auch gerne persönlich mal hören und nicht als Kommentar. Inwiefern denn jetzt so eine Landschaft nun, wenn man die erhält, Naturschutz ist? Oder ist Naturschutz eher, dass man die Natur einfach machen lässt, was sie möchte? So zum Beispiel wie in einem Nationalpark, in der Kernzone desselbigen, wo man einfach sagt, okay, und hier machen wir jetzt nichts mehr. Bis in alle Ewigkeit machen wir gar nichts und lassen die Natur einfach machen, was sie möchte. Wenn man das nämlich so in solchen Heidelandschaften machen würde, dann würde da früher oder später, je nach persönlicher Ausgangslage der entsprechenden Ecke, wieder ein Wald stehen. Und irgendwann wäre dann der mal zeitweilig wieder weg und dann wäre mal zwischendurch wieder mal so eine heideartige Struktur. Aber wir hätten auf jeden Fall nicht dauerhaft diese Heidefläche, die muss zum Erhalt weiterhin beweidet werden und weiterhin unter Nutzung des Menschen stehen, sonst bleibt es nicht eine Heide. Und eben diese Thematik, ist das nun gut oder schlecht oder wie ist denn das jetzt, wie soll man jetzt damit umgehen, mit eben der Frage, soll man solche Landschaften erhalten oder nicht, das wird so das zentrale Thema der Tour sein. Wir gucken uns dazu diverse Heidepflanzen erstmal an, wir gucken uns dazu Heideböden an. So, ich hoffe, wir finden ein paar natürliche Löcher, wo man das machen kann. Sonst werden wir ein winzig kleines Loch graben. Ist im Rahmen eines Landschaftsschutzgebietes so gerade noch so erlaubt, sofern es ein kleines Loch ist, also nichts Illegales. Und schauen einfach mal uns ein bisschen um und gucken mal, was wir da so finden. Ich kann es so spontan auch noch nicht sagen. Ich werde ein paar Tage vorher zwar schon da sein, und werde mir das auch ein bisschen angucken, damit ich dann auch ein bisschen weiß, was ich euch erzähle. Also das Ganze ist nicht 100% spontan, aber sagen wir mal 50% spontan, was dann auf der Tour passiert. Ich gucke, dass ich diesmal auch Kartenmaterial habe und den Weg kenne. Das haben wir ja letztes Mal auch so ein bisschen explorativ veranstaltet. Dass wir ein bisschen geschaut haben, ja, grob wollen wir da und da hin. Und jetzt schauen wir mal ungefähr, wie wir da hinkommen und machen wir mal, wie wir machen. War für mich persönlich ganz witzig. Ich hoffe, das geht denjenigen, die dabei waren, auch einigermaßen immer noch so.
Das wollen wir diesmal aber eben nicht, weil sonst geht zu viel Zeit flöten und dann geht halt eben dieser Exkursionscharakter verloren. Ich möchte den Exkursionscharakter drin haben, damit ich selber für mich das eben noch ein bisschen üben kann. Das ist ein gutes Training und macht es für euch sicherlich vielleicht auch nochmal ganz interessant. Gut, also besagter Exkursionscharakter findet halt eben Samstag über tags, während wir unterwegs sind, statt. Und sonntags noch ein bisschen auf dem Rückweg, wenn wir da auch wieder unterwegs sind, beziehungsweise auf dem Ende des Rundwegs. Bin mir wegen der Route eben noch nicht so ganz im Klaren. Die andere Zeit, die wir halt nicht diesen Exkursionscharakter in Anführungszeichen da betreiben, werden wir uns bushcrafterisch ein bisschen versuchen, gegenseitig weiterzubilden. Und wenn der eine jetzt was kann, was die anderen nicht können, dann kann er es ja vielleicht vorzeigen. Das möchte ich allerdings wiederum genau wie beim letzten Mal ganz spontan halten, dass wir dann einfach schauen, wer hat was dabei, was man vorzeigen kann, wer hat irgendeine tolle Idee, was man ausprobieren könnte. Wir können unterwegs mal diskutieren, was wir abends machen wollen. Wollen wir eine Fackel bauen? Wollen wir mal spaßeshalber irgendein Teammitglied im Laubhaufen einbuddeln? Mal gucken, wie lange er da durchhält die Nacht über. Irgendwie sowas, was uns da spontan Lustiges einfällt. Je nach persönlicher Härte und Leidensfähigkeit derjenigen, die da unterwegs sind. Natürlich auch ein kleines bisschen mit Feuer experimentieren. Zum Thema Feuer, ich bin noch dran, inwiefern wir ein richtiges Lagerfeuer machen werden dürfen. Was ich aber wahrscheinlich hinbekomme, ist, dass wir auf jeden Fall ohne rechtliche Konsequenzen fürchten zu dürfen müssen. Mit Kocher, Hobokocher, Gaskocher, was auch immer für ein Kocher, Spirituskocher, Esbitkocher, Wurst. Irgendwie ein bisschen uns was Warmes zu essen machen werden können. Kann sein, dass wir dafür auf eine sehr feuerfeste Fläche kurz ausweichen müssen, aber das ist ja auch nicht schlimm. Und, ach so, wichtig, Übernachtung findet im Wald statt. Heide ist ja größtenteils Offenland. Da werden wir auch mal den einen oder anderen Heidewald besichtigen, also Wald innerhalb der Heidelandschaft eben. Und auch da so ein bisschen die Kontraste angucken, warum jetzt Wald und Heide so ein bisschen unterschiedlich in Anführungszeichen aussehen und was ist da zugrunde liegende Stoffhaushalt, weshalb da Wald steht und da Heide, all sowas. Ui, die Bäume biegen sich gar bedenklich. Ja, zum Bushcraft-Teil, wie gesagt, wir übernachten im Wald, ergo ihr müsst in irgendeiner Form eine Ausrüstung haben, die für euch persönlich dafür taugt. Kommt halt drauf an, wie leidensfähig ihr da seid, ob ihr da jetzt unbedingt den Winterschlafsack braucht oder nicht, oder euch ein Sommerschlafsack reicht und ihr wickelt noch eine Decke drum. Was ihr mitnehmt, müsst ihr schleppen. Es gibt keine Möglichkeit, zum Lager irgendwie schon mal vorher irgendwelche Ausrüstung hinzupacken oder sonst wie. Wir schleppen also wirklich alles mit, was wir irgendwie mitnehmen wollen. Das heißt, wenn jemand der Meinung ist, ein paar Feierabendbiere mitschleppen zu wollen, dann muss er natürlich die leeren Flaschen auch wieder zurückschleppen und das Bier den ganzen Tag rumschleppen und so weiter. Also ich sage nicht, das sollt ihr nicht machen. Ich sage nur, ihr müsst alles, was ihr mitnehmt, tragen. Ganz simpel eigentlich. Ja. Und sonst, wie gesagt, Ausrüstung, was ihr halt meint zu brauchen. Die Tour findet bei jedem nicht lebensbedrohlichen, also nicht jedem, bei jedem nicht unmittelbar lebensbedrohlichen Wetter statt. Also wenn gerade da wirklich ein krasser Sturm ist oder sowas, dann nicht. Wenn gerade die Welt untergeht, Sintflut, Tsunami, Zombie-Apokalypse, dann findet die Tour auch nicht statt. Und ja, aber das ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Temperaturen könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, was da möglicherweise für Temperaturen herrschen könnten, an die halt angepasst irgendwie sein. Wetter auch. Ja, dann kommen wir abschließend zum Organisatorischen. Paar Hinweise. Erstens, ich übernehme Haftung für nix, also keine. Wir sind nur ein Haufen Privatpersonen, die einfach Spaß dran haben, da ein bisschen spazieren zu gehen, die Heide anzugucken und eventuell halt eben eine Nacht im Wald zu übernachten. Ich kümmere mich um die Organisation, das mache ich aber nur rein zufällig jetzt so, weil ich Spaß dran habe. Da ist also keinerlei kommerzielles Interesse dran. Sollte demzufolge also auch nicht unbedingt Geld im Spiel sein. Was heißt auch nicht unbedingt, es ist kein Geld im Spiel, so. Und jeder bringt bitte eben sein eigenes Essen und so weiter und so fort mit. Wenn man dann untereinander tauschen möchte und solche Sachen machen, was vielleicht ganz lustig wäre, winkt mit dem Zaunpfahl, falls man irgendwelche kulinarischen Leckerbissen zu Hause rumliegen hat, die anderen vielleicht eventuell gerne mal probieren möchten. Sowas mitbringen ist natürlich cool.
Wink mit dem Zaunfall, wie gesagt. Aber jeder sollte so grob für sich selber sorgen. Dann ist auch für jeden gesorgt. Haha. Das Ganze ist schon so ein bisschen als Team gedacht. Ihr solltet also über ein Minimum an Teamfähigkeit verfügen, dass euch die anderen nicht töten wollen, wenn ihr da mit seid, weil ihr großer Egomane seid. Der Wald fällt mir auf den Kopf. Das macht ja nichts, ich habe ja einen Hut auf. Ha! Ja, Anmeldung läuft dann so ab. Die E-Mail-Adresse dazu schreibe ich euch jetzt hier hin. Ihr schreibt mir bitte eine E-Mail, in der ihr mir sagt, ob ihr definitiv mit könnt. Und die ersten 9 Leute, die mir gesagt haben, dass sie definitiv mit können und die jetzt nicht irgendwie den Eindruck erweckt haben, dass ich sie überhaupt nicht leiden kann und sie nicht dabei haben will. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Das ist auch noch nie vorgekommen, aber theoretisch wäre das eine Option. Ja, die dürfen mit. Also quasi, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und Leute, die sich noch nicht sicher sind, ob der Termin passt und es noch nicht so genau wissen, die müssen dann halt leider erstmal ein bisschen auf die Warteliste gesetzt werden, bis sie dann sagen können, ob sie mit können oder nicht. Und wenn bis zu diesem Zeitpunkt halt kein Platz mehr ist, ja, das Leben ist hart. Ich hoffe, das versteht ihr und ihr findet das System einigermaßen gerecht. Ich habe gedacht, mit dem First-Come-First-Serve-System ist es von daher gerecht, weil derjenige, der am meisten Interesse hat und sich sofort einen Termin freischaufelt und sich sofort anmeldet, hat das größte Interesse dran, da mitzugehen und hat es damit dann auch am ehesten verdient, so ganz grob. Sofern es überhaupt ein gerechtes System gibt, finde ich, ist es da eher das als Auslosen. Weil Auslosen, weiß ich nicht. Ich möchte schon gern die Leute damit haben, die auch wirklich großes Interesse dran haben. Man könnte gut auslösen, ginge auch, aber ich mache das jetzt halt so und bin mal ganz arrogant und entscheide das alles selber. So. Ja, wie gesagt, kein Geld im Spiel, nix Haftung, einfach Privatpersonen, die da eine Runde drehen. Und seid so gut, wenn ihr euch anmeldet, dann versucht das auch nur dann zu tun, wenn ihr euch auch sicher seid, dass ihr mitwollt. Wenn ihr krank werdet oder sonst was ist, ist das natürlich kein Problem. Dann rutscht halt eventuell eine sich auf der Nachrückliste befindliche Person eben entsprechend nach. Und dann gucken wir mal, wie wir das einfach so auf diesem Wege geregelt haben. Das hat beim letzten Mal ganz hervorragend funktioniert. Da hat mich auch keiner geärgert oder sonst irgendwie. Und alles wirklich allerbestens. Tippitoppi. Und ich denke, das wird jetzt auch wieder so sein. Und deshalb lasse ich das jetzt mal so stehen. Noch ein letzter Hinweis. Das Ganze soll natürlich so naturschonend wie irgendwie machbar ablaufen. Das hat ihr bei mir hoffentlich auch nicht anders erwartet. Daher sage ich euch halt eben mal gleich, dass das so ablaufen soll und ich entsprechend ungehalten reagieren werde, wenn es nicht so ablaufen sollte, was ich mir aber auch überhaupt nicht vorstellen kann bei Leuten, die sowas machen wollen. Die wollen ja auch selber, dass das Ganze dann möglichst naturschonend abläuft und so weiter und so fort. Ich wollte es nur einfach sicherheitshalber zu meiner eigenen Sicherheit nochmal dazu sagen. Nicht, dass dann am Ende dann doch noch irgend so ein, einer von den nicht so guten Bushcraft dann ankommt und mit will. Und ihr solltet natürlich so einen gewissen Spaß an Teamwork haben und an einer Gruppentour, weil das ist es nun mal. Also wer der reine Einzelkämpfer ist, für den ist das natürlich jetzt nichts. Das ist, denke ich, auch selbsterklärend. Ja, mehr fällt mir jetzt eigentlich nicht mehr ein, was ich jetzt dazu noch großartig sagen soll. Wenn ihr noch organisatorische oder sonstige Fragen habt, könnt ihr die natürlich auch dann nochmal separat in die Kommentare schreiben. Da beantworte ich dann solche Fragen auch nochmal gerne. Wenn ihr nur eine Frage habt, vielleicht, also sofern ihr nicht die Möglichkeit habt, einen Kommentar zu schreiben, könnt ihr mir auch eine E-Mail schicken. Aber es geht mit Kommentar wahrscheinlich schneller, als wenn ihr mir eine E-Mail schreibt, dass ihr eine Antwort bekommt, weil das halt so eine Zweit-Sonder-E-Mail-Adresse ist, wo ich nicht so oft werde drauf gucken können, wollen, eher wollen. Gut, aber das war's. Wie gesagt, wenn irgendwas fehlt, fragt nach und dann wünsche ich uns viel Spaß, diejenigen, die da mitwollen und mir selbst natürlich auch. Und jetzt muss ich ja gucken, dass ich aus dem Wald rauskomme, bevor er mir auf die Kamera fällt. Kopf wäre ja egal, ich habe ja einen Hut auf. Macht's gut.